Start Nummer 11, Fontana. Noch 6, Paar 4. Sascha, was ist das Spezielle für dich an diesem Loch? Also es gibt keine langweiligen Löcher, möchte ich vorweg schicken in Fontana. Und vor allem keine unfairen, was ganz wichtig ist. Aber es gibt spannende Löcher. Das ist ein spannendes Loch. Für uns Amateure hier von Gelb ist über die Bunker zu spielen für 99,9% zu weit. Das heißt, wir müssten eigentlich rechts rum mit dem sogenannten, wer ihn hat, angeborenen Draw, vorbeispielen. Wer das kann. Ich habe manchmal einen angeborenen Draw, der hilft einem. Und deswegen freue ich mich immer bei dem Loch, weil du musst in die Schneise rein. Und wenn du da mal einigermaßen durch bist, dann ist es eigentlich ein schöner Schlag weiter aufs Grün. Was auch noch tricky ist, weil es gut geschützt ist durch Bunker auf der rechten und auf der linken Seite, weil es bergab geht und weil man den Ball hochspielen muss, dass er dann zum Halten natürlich kommt. Also es ist eine richtige Herausforderung. Aber ein faires Loch. Ist dieses Green noch eine Herausforderung oder hat man diese schon eher hinter sich? Nein, das bleibt immer. Jedes Grün hier in Fontana bleibt eine Herausforderung. Das sind die spannendsten Grüns, glaube ich, in ganz Österreich. Weil vor allem, wenn sie runtergeschnitten sind, so wie heute auch, auf sehr Glasplatten sehr schnell sind, verzeihen sie null. Und man muss sich immer von zwei Seiten, das hätte ich tun sollen eigentlich, anschauen, wie ein Putt funktioniert. Weil von der einen Seite sieht er ohne Break aus und von der anderen Seite sieht er mit Break aus. Und welcher ist jetzt der ehrliche? Das ist das Spannende dann, wenn man es lesen kann. Christine, wofür steht Fontana? Fontana steht für internationales Feeling in Österreich, vereinigt etwas Amerikanisches, das mitgebracht wurde von einem Steirer in die Nähe von Wien. Fontana steht für hohe Qualität, für Details, für Liebe zum Detail, für Wohlfühlen, für einen Tag Urlaub verbringen, mitten in Österreich, in einem abgeschlossenen Resort, wie es das sehr selten gibt in diesem Land.